Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es wieder um meine Favorite Pieces der Woche. Kurz vorweg, es sind keine 10 Pieces geworden, aber es sind sehr, sehr nice Sachen dabei. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball und guckt euch das Ganze an. Wer mich supporten möchte und ich sehe, dass bei mir 50% der Leute noch nicht abonniert haben, kann gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ihr würdet meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Wäre mir auf jeden Fall eine riesen Ehre und wir fangen einfach mal an mit den Pieces. So Leute, fangen wir an mit der ersten Info. Und die erste Info, die ich für euch habe, ist heute um 20 Uhr fängt bei Zara der Sale an. Also checkt das auf jeden Fall ab, das ist mega nice, es müssen nicht nur Herrenklamotten sein, es gibt auch immer sehr, sehr coole Kinderklamotten und für die Damen sowieso, aber checkt das ab, es gibt einen Mega-Sale, der heute Abend um 8 Uhr beginnt in der App, dementsprechend auf zara.com erst um 21 Uhr, also wenn ihr schnell und die coolsten Pieces am Anfang noch bekommen wollt, geht in die App und guckt, dass ihr da dementsprechend um 20 Uhr am Start seid und vielleicht das eine oder andere günstige Piece noch abgreifen könnt. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich werde da heute Abend auch mal reinschauen und Zara, immer mal, ist es immer mal wieder wert, auf jeden Fall mal nachzuschauen. Dementsprechend checkt das ab als erster Hinweis. Machen wir weiter mit dem zweiten, was ich für euch habe, und das ist eine sehr, sehr coole Jacke, wie so eine Art Workwear-Jacket von H&M für 25 Euro und zwei coolen Colorways. Ob es jetzt dieses rötliche Braun ist oder dieses karamellfarbene Braun. Die Jacke gefällt mir auf jeden Fall in beiden Varianten sehr gut und sie sieht auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall mega fair aus. Dementsprechend ist das mein zweites Piece. Wie gesagt, 25 Euro ist auf jeden Fall safe, ein fairer Preis für so eine Jacke und die Farben sind wirklich sehr nice. Dementsprechend checkt auch das gerne ab. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece ist ein Cardigan. Jetzt gerade zu der Winterzeit etc. finde ich den sehr nice und ich habe sowas zum Beispiel bei mir gar nicht, also ich habe solche Cardigans zwar in meinem Kleiderschrank, aber in so einem cremefarbenen Weiß gar nicht. Und ich finde es sehr schön, also ich finde ihn wirklich sehr schön, gefällt mir extrem gut. 60 Euro ist auch noch in Ordnung für so einen Cardigan, finde ich persönlich, so ein Wollmix-Cardigan. Man muss halt nur schauen und ich gehe nicht davon aus, dass er kratzt. Dementsprechend auch der hat so meine 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. Checkt das gerne ab. Den kriegt ihr bei Mango aktuell noch. Und ja, eventuell, wenn ihr jetzt noch nicht zuschlagen wollt, auch da kommt bestimmt in den nächsten Tagen der Sale. Dementsprechend auch sehr, sehr nice. Machen wir weiter mit etwas, was gerade so ein bisschen dieses Thema Lockdown jetzt gerade leider betrifft. Und das ist so Loungewear, Pyjama-Sets, beziehungsweise ich finde das eher so chillige Sachen für zu Hause. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr häufig in kurzen Hosen zu Hause rumläuft, T-Shirt oder ein Hoodie etc. Und ich trage sowas zum Beispiel sehr gerne. Dementsprechend fand ich das wert, auf jeden Fall gerade aktuell zu der Zeit sowas mit reinzunehmen. Das gibt es bei Asos, so ein Set, das besteht aus T-Shirt und Shorts. Dementsprechend fand ich die Farbe ganz cool, das ist ein Braun-Khaki-Mix. Steht zwar Khaki, aber auf den Bildern sieht das eher so richtig so Richtung Braun aus, verwaschenes Braun. Fand ich auf jeden Fall sehr nice. Größentechnisch ist nicht mehr viel am Start, aber wenn ihr diese Loungewear-Sets anguckt, da gibt es ohne Ende Varianten, also checkt das gerne ab. Auch da hinterlasse ich unten in der Infobox für euch einen Link, sodass ihr darauf zugreifen könnt und das Ganze auf jeden Fall abchecken könnt. Kommen wir zu etwas mehr Exklusiven und ich finde, es ist ein sehr, sehr nice Piece, weil aus zweierlei Hinsicht. Erstes Mal ist ein Louis Vuitton Kettchen. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, 400 Euro. Es gibt es auch noch in anderen Farben. Ich habe jetzt einfach mal schwarz die Farbe rausgewählt, die gerade so, die ich zum Beispiel habe. Denn ich habe so ein Ding auch. Meins ist nur ein paar Jahre schon alt. Ich trage das wirklich tagtäglich. Ich habe das hier, so ein kleines Kettchen. Die gibt es jedes Jahr wieder. Das Gute daran ist, finde ich persönlich, dass ich sag mal, viel von dem Geld, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, auf jeden Fall für UNICEF gespendet wird. Und das finde ich sehr, sehr nice, dass man da im Prinzip auch 100 Dollar gehen an UNICEF. Ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, ihr zahlt trotzdem natürlich viel Geld dafür, aber ihr tut im Endeffekt auch was Gutes. Und hier seht ihr die anderen Farben. Es gibt das noch in Blau, Grün und Orange. Und dann gibt es das auch noch in Komplettmetall, aber dann ist es noch teurer. Finde ich sehr cool. Ich trage meins, wie gesagt, sehr gerne. Ich glaube, als ich das damals geholt habe, war es auch noch günstiger. Aber dementsprechend finde ich das als Idee gerade sehr cool. Und dementsprechend hat das auch einfach mal in meinen 10 Favorite Pieces verdient, dabei zu sein. Also das gibt es gerade aktuell bei Louis Vuitton. So, kommen wir zu dem nächsten. Und das nächste ist quasi ein Release. Das sind so Release-Reminder, die diese Woche rauskommen. Da sind drei Sachen am Start. Zwei davon kommen am 19., also kommenden, ich muss jetzt erst mal gucken, ist es Freitag oder Samstag? Kommenden Samstag kommen die Sachen raus. Und zwar,
Ich habe euch das schon zwei, dreimal erzählt. Kommenden Samstag kommt um 9 Uhr der Dark Mocker auf Nike raus. Da müsst ihr in der Sneakers-App am Start sein. Da könnt ihr eventuell da zuschlagen, wenn ihr Glück habt. Wie gesagt, 160 Euro ist einer meiner Favorite Colorways von dem Air Jordan 1, der dieses Jahr rauskam. Ich habe den Schuh selber am Start, aber jetzt am Samstag um 9 Uhr kriegt ihr auch den. Dementsprechend seid auf jeden Fall am Start, falls ihr Bock habt auf den Schuh. Kommen wir zum nächsten Piece, und das nächste Piece ist auch ein Reminder, und zwar ist das ein Schuh, der auch am 18. rauskommt um 9 Uhr, also einen Tag vorher am Freitag, und zwar ist das Nike SB Dunk Low in der Kollabo mit Sean Cliver. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Sean Cliver ist. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Artist ist. Ich finde aber den Colorway eigentlich ganz nice, dieses Babyblau. Der goldene Swoosh, muss ich sagen, ist nicht ganz so mein Fall. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich finde den sehr cool und dementsprechend habe ich den jetzt auch mal mit reingenommen. 100 Euro ist auf jeden Fall ein fairer Kurs für so einen Nike SB Dunk Low. Und die steigen natürlich im Preis. Die gehen immer so für 300, 400 Euro danach weg. Je nachdem, wie exklusiv der ist, auch noch mehr. Dementsprechend checkt das gerne ab. Am kommenden Freitag gibt es diesen Schuh auch auf der Nike Sneakers App. So, und dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight dieser Woche. Und zwar die Nocta-Kollektion von Drake, die diese Woche mit Nike in Kollabo rauskommt. Da kommen Trainingsanzüge raus, also Loungewear, also in Schwarz und in Gelb. Aber mein persönliches Highlight ist diese Puffer Jacket, also diese Downjacke, die rauskommt mit diesem nice Nike-Logo hier hinten drauf und vorne. Die ist extrem nice. Die kommt in Schwarz und in so einem Goldgelb raus. Finde ich sehr cool. Ich werde persönlich gucken, ob ich die schwarze eventuell bekommen kann. Ich finde die mega, mega nice. Natürlich, Preis spricht auch Bände, aber ich kann mir vorstellen, dass sie danach auf jeden Fall noch teurer sein wird. Dementsprechend eine sehr, sehr coole Jacke, sehr, sehr coole Kollabo. Mir gefällt das extrem gut. Ich werde auf jeden Fall abchecken, ob ich die eventuell bekommen kann. So Leute, das war es wieder mit meinen Favorite Pieces der Woche. Wie gesagt, ich finde, da sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Manche stehen erst Ende der Woche an, manche sind sogar schon heute Abend. Und wie gesagt, seid auf jeden Fall am Ball, stellt euch den Wecker, dann habt ihr immer gute Chancen, sowas zu bekommen. Keine hundertprozentige Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich immens, wenn ihr wirklich mit dem Timing am Start seid. Dementsprechend, wie gesagt, die Sachen sind sehr nice und auch heute habe ich mir wieder was überlegt, was ich verschenken würde, und zwar werde ich eine von den H&M Jacken an euch verlosen. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr, sind auch für mich 25 Euro, die ich euch dann zukommen lasse, die ich investiere. Dementsprechend finde ich das sehr fair. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, falls ihr dabei sein wollt, welche Größe und welche Farbton. Dementsprechend werde ich das Ganze innerhalb einer Woche auslosen und der Gewinner wird dann unter dem Video von mir benachrichtigt und angeschrieben. So, Leute, schön, dass ihr am Start wart. Wie gesagt, über ein Abo und eventuell ein Like würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao.